In dieser Folge geht es darum, noch nie ist jemand an der Online-Marketing-Strategie oder Technik gescheitert. Das ist der Hauptgrund, warum alle daran scheitern. Und ich werde in dieser Podcast-Folge ein paar Dinge sehr direkt ansprechen. Nicht jedem gefällt es und das ist für mich vollkommen okay. Ich möchte das einfach nur als Hinweis mit dir teilen. Ich bin kein Persönlichkeitscoach und auch kein Mindset-Coach. Ich bin Online-Marketer, ich bin Online-Unternehmer. Trotzdem hat mich das Thema Mindset extrem geprägt und diese Gedanken möchte ich dir heute in der Podcast-Folge entsprechend teilen. Was erwartet dich in der heutigen Folge? Was habe ich für dich dabei? Persönlichkeitsentwicklung löst dein Problem nicht. Denn wir können noch so viele Bücher lesen, wir können noch so viele Seminare besuchen, wir können noch so viele Kurse beziehen. Wir werden mit der reinen Persönlichkeitsentwicklung, werden wir diese Dinge nicht lösen können. Und genau darüber werden wir sprechen, was der eigentliche Grund ist und wo der Ansatz ist, dass wir wirklich diese Ziele erreichen, die wir uns vorstellen oder dass wir diese Herausforderungen lösen, wie wir es uns vorstellen. Ich werde dir die Hauptursache zeigen, warum so viele am Erfolg mit ihrem Online-Marketing oder mit ihrem Business scheitern. Ich werde dir zeigen, wie du Ziele setzt und diese auch erreichst und das Ganze sehr erfolgserprobt an meinem eigenen Beispiel. Ich werde dir zu guter Letzt die 5 Schritte der Veränderung zeigen, wie du alles in deinem Leben so verändern kannst, dass es entsprechend möglich ist. Und dazu, let's go, lass uns direkt einsteigen mit der entsprechend heutigen Folge. Der Marketing-Podcast der Sales Angel mit Jens Neubeck. Authentisches, sympathisches Marketing von der Straße. Erfahre, wie du mit den besten Online-Marketing-Hacks, Strategien, News und Updates mehr Neukunden gewinnst. Wie du unschwer an meinem Dialekt hörst, bin ich Pfälzer und das ist auch gut so. Soll es an der ein oder anderen Stelle im Podcast Verständigungsschwierigkeiten geben, dann blenden wir im Übersetzer Pfälzisch-Deutsch, Deutsch-Pfälzisch ein. Lass uns einsteigen mit der heutigen Folge. Und stell dir vor, es wäre möglich, dass es für dich keine Überforderung mehr ist, sondern dass es für dich einfach ist, deine Ziele, deine Träume zu erreichen. Und dazu habe ich eine Metapher für dich vorbereitet. Stell dir vor, die meisten agieren wie folgt. Sie schwimmen im Rhein gegen den Strom. Es ist der ganze Tag mühsam, kräftezehrend, bleiben einmal kurz stehen, sie kommen auf einmal wieder Kilometer zurück und sie kommen keinen einzigen Schritt voran. Und ich werde dir in dieser Folge zeigen, wie du nicht mehr gegen den Strom schwimmst, sondern wie du es schaffst, mit dem Strom zu schwimmen und sogar noch die Stromschwelle zu nutzen. Lass uns in das Thema einsteigen. Und zunächst möchte ich dich dazu einladen, dass du deine Mentalität änderst. Und wir ändern die Mentalität dahingehend, während die einen fragen, was die Zukunft bringt, gestalten die anderen ihre Zukunft selbst. Ich möchte dich dazu einladen, einer dieser anderen zu werden. Und darüber wollen wir direkt sprechen und direkt eben hier einsteigen. Ich möchte dir eine kurze Geschichte erzählen und wie ich zu diesem Thema gekommen bin und was mich da so sehr geprägt hat. Gerade in meiner Anfangszeit war Ralf Schmitz mein Mentor und Ralf Schmitz hat mir zwar Strategie, Techniken gezeigt, aber daran bin ich nie gescheitert, sondern ich bin immer daran gescheitert, an meinem mentalen Müll, den ich eben in mir hatte. Und Ralf sagte mir immer, Jens, bring deinen verdammten mentalen Müll raus. Und guck mal, du würdest auch nicht zulassen, dass dein Nachbar, wenn du einen schönen Garten hättest, dass er deinen Müll, seinen Müll bei dir in den Garten wirft. Das würdest du nicht zulassen. Mit deiner Gedanke lassen wir es zu. Und das war eben genau der Punkt, woran ich oftmals gescheitert bin. Und der Hauptgrund, woran die meisten scheitern, ist nicht die Strategie, ist nicht die Technik. Das sind nur 20% des Erfolges. 80% des Erfolges sind Mindset, Organisation, Umgang mit Ängsten, Blockade, Glaubenssätze, Persönlichkeit, Mentalität und die richtige Einstellung dazu. Und genau über diese 80% möchte ich sprechen, denn jeder erzählt dir, ja, nimm diesen Kurs, nimm diesen magischen Button, dann wird es schon funktionieren. Wenn du in deiner Mentalität nichts änderst, dann wird sich schlichtweg gar nichts verändern. Und was uns davon abhält, erfolgreich zu werden, und das ist auch der Grund, warum Persönlichkeitsentwicklung nicht funktioniert, denn wir haben Plakate in uns, wir haben wie imaginäre Mauern, die zwischen uns und unsere Ziele stehen. Das sind also Dinge, die uns davon abhalten. Blockade, Erfolgsverhinderer, wie ich sie gerne nenne. Und stell dir Folgendes vor, du hast ein Ziel und wir nehmen jetzt einfach mal einen See. Auf der anderen Seite vom See ist dieses Ziel. Du schwimmst durch den See und hast aber an jedem Bein
Betonklötze, 30, 40, 50 Kilo Betonklötze, wie schwer wird's wohl, über Wasser zu bleiben? Jetzt stell dir vor, wir schneiden diese Betonklötze ab, was damit auf einmal möglich wäre. Und genau diese Blockade möchte ich mit dir gemeinsam identifizieren. Ich möchte mit dir dieses neue Bewusstsein trainieren, dass du die Dinge viel einfacher und schneller erreichst. Und für alle, die jetzt sagen, ja, ich habe doch gar keine Blockade, möchte ich dich dazu einladen, einen Selbsttest durchzuführen. In der Beschreibung findest du einen kostenlosen Selbsttest. Diesen Selbsttest einfach anklicken und dort stelle ich dir verschiedenste Fragen. Es ist wie ein Quiz aufgebaut und dann siehst du sofort, wo noch Blockaden sind und welche Blockaden du lösen darfst, damit du deine Ziele mit dem Marketing entsprechend erreichst. Solche Blockade, das kann zum Beispiel sein, alleine schaffe ich das nicht, ich brauche Unterstützung, ich habe keine Zeit für die Umsetzung, die Marketingsprache passt nicht zu mir, ich halte mich nicht an die Schritte von Mentoren, ich habe Angst, Geld zu verbrennen, gefährliches Halbwissen, ich bin überhaupt gut genug, ich bin mit den Aufgaben überfordert, ich schaffe das zeitlich nicht. In meiner Nische gibt es schon viel zu viel Konkurrenz und Wettbewerb. Das gefällt mir nicht, das finde ich nicht ansprechend. Oder auch, ich habe einen Knoten im Kopf, ich mache mir zu viele Gedanken, ich zerdenke mir alles, ich habe keine Zeit, ich muss Content und Mehrwert liefern, ich muss alles perfekt machen, ich nutze mein eigenes System für die Technik, ich habe Angst davor, abgelehnt zu werden, ich habe Angst vor Sichtbarkeit, wie reagiert wohl mein Umfeld drauf? Und das ist jetzt nur ein kleiner Auszug von Blockade, also imaginäre Wände, die uns von unserem Erfolg entsprechend abhalten. Und diese Blockade, die entstehen von 3 Faktoren. Das erste ist das, was wir gesagt bekommen von anderen Menschen. Beispielsweise unsere Eltern sagen uns, hey, wir werden kein erfolgreicher Unternehmer. Und oftmals ist das eben genau das Prinzip, dass die Eltern das gar nicht wissen, weil sie haben noch nie ein Unternehmer aufgebaut. Zweitens, das, was wir nachmachen. Also wir haben zum Beispiel Kollegen, die haben alle ein Online-Business gestartet oder wollen Kunde generieren. Wir machen das genauso nach. Wir kaufen uns einen Kurs nach dem anderen. Keiner von denen ist aber in irgendeiner Form erfolgreich. Also wir machen etwas nach, was gar nicht funktioniert. Und das Dritte und das wahrscheinlich Mächtigste, das, was wir erleben. Also die Emotionen, die wir erlebt haben. Und wir werden immer nach genau diesen Emotionen, welche Überzeugungen in uns vorherrschen, werden wir immer entsprechend agieren und handeln. Und ich möchte das einmal so vergleichen, diese Blockade. Wo kommen die eigentlich her? Und stelle das so vor, wir haben einmal das Bewusstsein, das ist unser Verstand. Und wir haben das Unterbewusstsein, hat jeder schon mal wahrscheinlich gehört. Und ich möchte das mal mit einer ganz einfachen Metapher darstellen. Das Unterbewusstsein ist so aufgebaut, als wolltest du zehntausende Jahre leben. Und jede Erfahrung, jede Emotion, jedes Bild, alles, was du erlebt hast, alles, was du nachmachst, alles, was für dich eine Bedeutung hat, wird in diesem Regal, in einem riesigen Akteregal, alles gespeichert. Das heißt also, dein Unterbewusstsein weiß alles und vergisst keine Informationen. Und mach mal ein praktisches Beispiel. Stell dir vor, dein Bewusstsein, das ist der Kapitän auf dem Schiff. Und jetzt kommt eine Information rein, Banane. Und der Kapitän sagt, Junge, im Schiffsraum, da ist das Akteregal. Sagt der Junge, guck mal im Regal, was findest du über Banane? Der rennt in sein Akteregal, sucht sich den Ordner mit Banane, zieht ihn raus und sagt, aha, saftig, süß, fruchtig. Und sagt, jo Chef, können wir essen, das ist eine gute Sache, das passt. Genauso würde aber auch sagen, oh, da hat man schlechte Erfahrungen. Chef, lass die Finger davon, das machen wir besser nicht. Und genauso funktioniert es in Bruchteile von Sekunde. Dein Unterbewusstsein ist also ein unheimlich mächtiges Instrument. Und diese Impulse, die ich jetzt mit dir teile, die gebe ich immer wieder. Meine Teammitglieder, die gebe ich meine Kunden und auch den Partner. Aber vor allen Dingen nutze ich diese Impulse bei mir jeden Tag selbst, weil ich einfach gemerkt habe, ich dadurch ein viel entspannteres, ein viel zufriedeneres, ein viel geileres Leben realisiere und mir vorstellen kann. Und auch hier wieder eine Metapher. Stell dir vor, du hast einen Setzling. Ein Setzling dahingehend, der eine junge Pflanze darstellt. Und dieser Setzling, den pflanzt du jetzt in unfruchtbare Kalkerde. Du kannst noch so viel Liebe, Sonnenschein, du kannst noch so viel gute Gefühle, gute Vibes reingeben, Wasser und Dünger. Der Setzling wird schlichtweg nicht aufgehen, weil
eine unfruchtbare Erde niemals dafür sorgen kann, dass ein Setzling entsprechend erwachsen ist. Das heißt, im ersten Schritt müssen wir schauen, dass genau diese Erde eben fruchtbar ist. Weil so ist es doch mit deinen Zielen. Oftmals haben wir ein Ziel. Wir wollen 100.000 Euro verdienen, pflanzen dieses Ziel in unfruchtbare Erde, nämlich ein unfruchtbares Mindset, weil unser Mindset komplett vermüllt ist und wundern uns dann, warum wir dieses Ziel nicht erreichen. Das heißt, im ersten Schritt geht es darum, dass wir erstmal dafür sorgen, dass dieser Boden fruchtbar wird. Und dazu habe ich einige praktische Übungen für dich dabei, die du sofort anwenden kannst. Der wichtigste Aspekt ist das Thema Dankbarkeit. Also, wofür bist du dankbar? Und überleg dir selbst. Es gibt jeden Tag Dinge, wofür du dankbar bist. Du kannst Podcasts hören, du kannst dich weiterbilden, du hast die Möglichkeit, Kunden zu generieren, du kannst die Wahlmöglichkeit, du hast was zu essen, du hast ein Dach über dem Kopf, du hast warmes Wasser, du kannst dankbar für deine Familie, du kannst dankbar für deine Freunde, du kannst dankbar für alles in deinem Leben sein. Und während ich darüber spreche, merkst du schon, hey, ich bin dankbar. Und das Geniale ist, wenn du dankbar bist, kannst du nicht zur gleichen Zeit dich mit Negativität beschäftigen. Es geht schlichtweg nicht. Das heißt, trainiere dich in regelmäßiger Dankbarkeit und schreibe dir im besten Fall jeden Tag einmal auf, wofür bist du in deinem Leben dankbar, um sofort den Boden wieder fruchtbar zu machen und dich mit den richtigen Dingen zu beschäftigen. Und wenn du jetzt sagst, hey, diese Dankbarkeit, die habe ich praktiziert, dann möchte ich dich dazu einlade, den nächsten Schritt zu gehen, nämlich die erlebte Dankbarkeit zu praktizieren. Erlebte Dankbarkeit bedeutet, ich mache jetzt jeden Tag meinen Dankbarkeitsjournal und die erlebte Dankbarkeit heißt, ich stelle mir heute schon vor, was ich am Samstag auf meine Dankbarkeitsliste schreibe. Das heißt also, ich formuliere das wie folgt, ich bin so glücklich und dankbar, dass ich bis spätestens Samstag mindestens 3 neue Kunden gewonnen habe. So, das heißt, am Samstag stelle ich mir das Ganze vor in der Zukunft und schreibe es dann auf meine Dankbarkeit. Du wirst überrascht sein, wie häufig genau diese erlebte Dankbarkeit dann zur Dankbarkeit wird. Und je öfter du das trainierst, desto mehr kommst du in diese Mentalität, während die einen fragen, was die Zukunft bringt, erschaffen die anderen ihre Zukunft selbst. Das heißt, mit dieser erlebten Dankbarkeit kannst du deine Zukunft komplett selbst erschaffen, so wie sie für dich eine Bedeutung hat. Probier es einfach mal aus mit Kleinigkeiten. Und du wirst sehen, pure Magie, pure Wunder, die entsprechend damit passieren. Soweit so gut. Wir haben jetzt also den ersten Schritt gemacht, für den Boden fruchtbar zu bekommen. Der zweite Schritt ist, du bist die Summe deiner positiven Gewohnheiten. Und die positive Gewohnheiten entscheiden, wie gut du vorankommst. Du triffst eine Entscheidung und du installierst eine positive Gewohnheit, wie zum Beispiel regelmäßig Sport machen, wie zum Beispiel die Dankbarkeit oder wie zum Beispiel, ich werte regelmäßig meine KPIs aus, ich mache die einkommensproduzierende Aktivität, ich optimiere meine Google Ads, ich schalte E-Mail-Marketing. Dann geht es darum, dran zu bleiben über eine gewisse Zeit und du wirst dann eben sehen, hey, es stellen sich die Effekte ein und dadurch wächst dein Selbstvertrauen, weil du hast es dir bewiesen. Und du triffst dann bessere Entscheidungen und kannst noch bessere Gewohnheiten implementieren. Genauso funktioniert es aber, wenn du eben dann nicht dran bleibst. Dein Selbstvertrauen, das sinkt, weil du kannst dir ja selbst nicht vertrauen, dass du es durchziehst. Und so reduziert es dein Selbstvertrauen. Also das heißt, die Summe der positiven Gewohnheiten bestimmt dein Leben und deinen Erfolg. Und genau so kannst du diesen Boden unheimlich fruchtbar machen, indem du dich darauf sensibilisierst, auf positive Gewohnheiten. Meistens ist es aber so, dass wir eben genau diese kurzfristige Belohnung nehmen oder dass wir die bevorzugen. Und dazu eine weitere Metapher. Stell dir Folgendes vor. Ich gebe dir entweder 3 Millionen Euro sofort oder ich gebe dir einen Cent, der sich in den nächsten 31 Tagen jeden einzelnen Tag verdoppelt. Was nimmst du? Wahrscheinlich, die meisten verstehen schon, oh, der Cent könnte interessant sein. Die entscheidende Frage ist aber, schaffst du es, 30 beziehungsweise 31 Tage durchzuziehen und diese neue Gewohnheit zu implementieren. Und denn, wie sieht es mit dem Cent aus? Nach 5 Tagen ist der Cent 16 Cent wert versus 3 Millionen. Nach 10 Tagen sind es 5,12 Euro. Nach 20 Tagen 5.248 Euro versus 3 Millionen. Das heißt, nach 15 Tagen hat sich noch nichts verändert. Nach 25 Tagen immer noch
167.000 Euro 772. Nach 28 Tagen 1,3 Millionen. Nach 30 Tagen ist es das erste Mal, dass der Cent mehr wert ist als die 3 Millionen, nämlich 5,3 Millionen. Und am 31. Tag ist dieser Cent bereits 10,7 Millionen wert. Die entscheidende Frage ist, schaffst du es, 30 Tage durchzuziehen mit deiner neuen Gewohnheit? Wenn nein, dann ist es eben genau das Problem, was uns oftmals davon abhält. Und wahrscheinlich bin ich nicht der Intelligenteste. Ich bin aber der Leidenschaftlichste, ich bin der Begeisterndste, ich habe die meiste Disziplin. Und das ist genau dieser Faktor, der mich heute auszeichnet und zu dem gemacht hat, der ich heute entsprechend bin. Und der kleine, aber feine Unterschied. Jetzt sagst du, ja, so ein Cent. Naja, diese eine Liegestütze, diese eine Dankbarkeit, diese eine E-Mail, ist es wirklich so ein entscheidender Faktor? Und auch dazu habe ich eine Metapher für dich dabei. Beim Formel-1-Rennen. Der Erstplatzierte kommt eine Zehntelsekunde vor dem Zweitplatzierten ins Ziel. Sein Preisgeld ist aber 100.000 Mal so hoch. Seine Anerkennung 100 Mal so hoch als dem vom Zweitplatzierten. Ist er jetzt 1.000 Mal besser? Nein, er ist nur eine Zehntelsekunde besser. Aber dieser kleine Unterschied löst aus, dass eben genau dieses riesige Ergebnis entsteht. Und so ist es eben auch mit unserer positiven Gewohnheit. Ein kleiner Unterschied kann über einen gewissen Zeitraum einen riesigen Effekt auswirken. Positive Gewohnheiten können zum Beispiel sein, Fokus auf eine Sache, Konzentration auf einkommensproduzierende Aktivitäten, E-Mail-Marketing, Verkauf und Marketing lernen, Umgang mit Herausforderungen, Schwierigkeiten, Selbstverantwortung übernehmen, das Tun, Zeit für einen Launch einplanen. Und genau das ist eben das richtige Bewusstsein. Das kannst du ergänzen durch unglaublich viele Dinge. Positive Gewohnheiten entscheiden, wie fruchtbar dein Bode wird. Und hier sind ein paar Fehler, die meisten machen. Sie sagen dann, ja, ich habe verstanden, neue Gewohnheiten. Dann wollen sie 1.000 Liegestütze an einem einzigen Tag machen. Das wird nie funktionieren. Ich schaff's nicht. Und ich würde behaupten, dass ich körperlich in einer guten Verfassung bin. Aber 1.000 Liegestütze an einem Tag, da hätte ich das totes Muskelkater. Das heißt, fang erstmal mit einer oder zwei Liegestütze an und dann schau, dass du das 30 Tage durchziehst. Dann hast du nämlich eine neue Gewohnheit. Und dann kannst du sagen, jetzt geht's weiter in den Workout. Jetzt mache ich das selber. Jenes. Es fehlt ihnen oftmals das Bewusstsein, weil sie machen sich keine Notizen dazu, zu ihrer Gewohnheit, beziehungsweise was lief gut oder was lief nicht gut. Sie reflektieren schlichtweg einfach nicht und machen einfach immer so weiter. Sie halten den Fokus nicht und sie springen einfach vom einen zum anderen. Und hin und her macht letztendlich die Taschen leer. Sie geben einfach schlichtweg zu früh auf und haben nicht die notwendige Disziplin. Und ich werde in einer anderen Story das 1-Million-Euro-Weizen, das werde ich präsentieren mit meinem Freund und Geschäftspartner, mit meinem Mentor Ralf Schmitz. Der wird hier zu Gast sein und da werden wir über das 1-Million-Euro-Weizen sprechen. Und da wirst du genau verstehen, so diese Quintessenz der Disziplin, warum die so entscheidend ist. Ein weiterer Faktor, wie dein Bode fruchtbar wird, ist das Thema Warum. Das Warum ist entscheidend, denn du musst wissen, warum du es tust. Und ich bin der Überzeugung, dass smarte Ziele Zeitverschwendung sind. Smarte Ziele ohne ein Warum haben schlichtweg keine Bedeutung. Du kannst dir das smarte Ziel setzen, spezifisch, messbar, realistisch, anspruchsvoll, terminiert. Ohne das Warum fehlt das Ganze und du wirst niemals dieses Ziel entsprechend erreichen können. Deswegen, deine Warum-Kraft, die ist entscheidend für deinen Erfolg. Und meine Frage ist an dich, wie stark ist dein Warum? Bist du bereit, alles dafür zu tun? Und ich gebe dir hierzu eine Metapher mit. Stell dir vor, es liegt auf dem Boden ein 50 cm Holzbrett auf dem Boden und wenn du drüber läufst, kriegst du von mir 200 Euro. Willst du es machen? Wahrscheinlich ja, ist kein Risiko, ist leicht verdientes Geld. Jetzt stell dir vor, dieses 50 cm Brett liegt aber nicht auf dem Boden, sondern im 27. Stock zwischen zwei Hochhäusern. Willst du dann für 200 Euro drüber laufen? Wahrscheinlich eher weniger. Und stell dir vor, das gegenüberliegende Gebäude, das brennt. Und in diesem Gebäude ist ein Familienmitglied oder ein Freund. Und du kannst dieses Familienmitglied retten, indem du über das Brett gehst. Würdest du dann machen? Du würdest machen. Wahrscheinlich auch ohne 200 Euro. Und das ist genau der entscheidende Faktor, wie das Warum entscheidet,
ob du dranbleibst oder eben nicht dranbleibst. Und auch hierzu eine kurze Geschichte. 2018 war ich dann mit Ralf Schmitz in der Partnerschaft und ich habe für ihn damals telefoniert. Ich habe alle Menschen angerufen, die aus seinen Webinaren noch nicht gekauft haben, weil ich gesagt habe, die brauchen noch eine Überzeugung. Und das hat sich dann sehr gut entwickelt. Ich habe dann irgendwann ein Projekt gekriegt, da ging es um ein Seminar auf Sylt. Und 100 Tickets war das Ziel. Und Ralf sagte, hey, du kriegst dieses Seminar voll. Und ich war auch extrem motiviert, denn ich habe für jedes Ticket habe ich eine Provision gekriegt. Insgesamt haben wir hier über 80.000 Euro Provision gesprochen und das war für mich die Welt. Trotzdem habe ich es nicht geschafft, Ergebnisse zu erzielen. Ich habe einfach nicht performt. Was ist passiert? Ralf fragte mich genau das und sagte, Jens, was ist los? Sag ich, ich weiß es nicht, Ralf. Ich kann das nicht sagen. Das Geld, das ist mir wichtig, aber ich weiß nicht, warum es nicht klappt. Dann sagt er, Jens, du laufst nur dem Geld nach. Das wird nicht funktionieren. Was ist denn ein sehnsüchtiger Wunsch? Wenn du dir irgendwas wünschen dürftest, was würdest du dir sofort wünschen? Gibt's da was? Habe ich gesagt, ja, Ralf, da gibt's was. Ein MacBook Pro, damals mit Touchbar, kostet 3.000 Euro. Da sagt er, okay, Jens, wenn du es schaffst, 100 Leute auf dieses Event zu kriegen, dann kriegst du von mir ein niegelnagelneues MacBook Pro. Für 3.000 Euro. Und ab diesem Zeitpunkt, ich war besessen davon. Ich habe nur noch an dieses MacBook gedacht. Ich habe nicht mehr an die Provisionen gedacht, nur noch an dieses MacBook. Hey, ich krieg ein MacBook und ich habe das gegessen, ich habe das gelebt, ich habe das geatmet. Ich habe in jeder Phase, ich habe mir tausende Male vorgestellt, wie es ist, wenn ich dieses MacBook in Hände halte. Resultat, ich habe das Event voll gemacht. Und ich habe genau dieses MacBook bekommen. Weil ich bereit war, alles dafür zu tun. Und das ist der entscheidende Faktor. Bist du bereit, alles dafür zu tun? Und was ist dein persönliches MacBook, wofür du bereit bist, alles entsprechend in die Wege zu leiten? Und wenn wir das geklärt haben, dann haben wir eine gute Basis. Und jetzt spreche ich mit dir über das Thema die 5 Schritte der Veränderung. 5 Schritte, mit denen du alles in deinem Leben sofort verändern kannst und auch vor allen Dingen die Blockade entsprechend lösen kannst. Diese 5 Schritte der Veränderung, nachdem ich die erfahren habe und die jeden Tag praktiziere, hat sich mein komplettes Leben verändert. Schritt Nummer 1. Du brauchst erstmal ein Bewusstsein. Und ich habe es vorhin schon gesagt, es gibt einen Selbsttest, den habe ich entwickelt, um herauszufinden, was entsprechend Blockaden sind. Diesen Selbsttest findest du in der Beschreibung, kannst du kostenlos ausfüllen, um einfach mal ein Bewusstsein zu kriegen, wo habe ich denn Blockade? Wo habe ich denn Dinge, die mich in irgendeiner Form abhalten? Das ist wie ein Quiz aufgebaut und du kriegst danach eine Zusammenfassung. Du weißt genau, wo sind deine Blockaden. Das ist extrem wichtig, dass wir erstmal eine Ist-Analyse machen, erstmal schauen, wo sind denn überhaupt die Blockade? Im Marketing. Wenn du nicht deine Kennzahlen kennst, dann kannst du auch nicht optimieren. Das ist genau dieses Bewusstsein, welches du brauchst. Du brauchst also im ersten Schritt ein Bewusstsein. Wo sind meine Blockade? Wie sind meine Kennzahlen? Wie sieht das Ganze entsprechend aus? Wenn du diese Ist-Analyse gemacht hast und weißt, was sind denn die Blockade, die dich aktuell davon abhalten, dann geht es im zweiten Schritt darum, ein Verständnis dafür zu bekommen. Ein Verständnis, was ist die Ursache? Woher kommt diese Blockade? Weil nur, weil du jetzt eine Meditation machst und positiv denkst, ist die Blockade ja nicht weg. Die Blockade ist ja immer noch da. Und sie kommt zu einer anderen Situation, kommt sie wahrscheinlich noch mal heftiger. Das heißt, wir müssen rausfinden, was sind die Ballastklötze? Und wirklich das Unkraut an der Wurzel rausreißen, die Blockade sprengen. Ansonsten kannst du noch so viel meditieren, noch so viel Bücher lesen. Es wird schlichtweg nicht funktionieren. Und es ist eben genau das, was die meisten mit Persönlichkeitsentwicklung verbinden. Ja, ich muss halt ein paar Bücher lesen. Ich muss halt ein bisschen auf Seminare gehen. Aber das löst das Ganze nicht, wenn du dich nicht mit den Blockaden eben beschäftigst. Es gibt hier 3 Prinzipien, wie Blockaden entstehen. Und diese 3 Prinzipien, die möchte ich dir darstellen. Ich werde diese 3 Prinzipien nur einmal oberflächlich anreißen und wir werden dann in einer separaten Folge, werde ich dort nochmal explizit tiefer drauf eingehen, was es damit auf sich hat. Prinzip Nummer 1. Die meisten Leute haben Angst, eine Zugehörigkeit zu verlieren. Sie gehen nicht weit genug, weil sie Ängste haben. Sie haben Angst vor Ablehnung, sie haben Angst vor Verlust der Zuneigung, sie haben Angst davor, nicht mehr gemocht zu werden, sie haben Angst davor, ihre Anerkennung zu verlieren, sie haben Angst davor, in die Sichtbarkeit zu gehen. Das heißt,
In den meisten Fällen ist es eine Angst, die genau diese Blockade entsprechend auslöst. Das ist Prinzip Nummer eins. Prinzip Nummer zwei ist das Prinzip der Balance. Alles muss im Leben in Balance sein. Energie muss in Balance sein. Wenn du gibst, musst du auch nehmen, ansonsten ist es nicht mehr in Balance. Und versuch mal, Energie aneinander zu reihen. Und wenn du das lang genug machst, irgendwann staut sich die Energie und vielleicht explodiert es dann. Das heißt, Energie ist immer im Kreislauf. Alle Lebensbereiche gehören immer gleichermaßen dazu. Die Beständigkeit gehört genauso dazu wie das Feuer in dir. Die Intuition gehört genauso dazu, wie dem Fall die Emotion. Das heißt also, es gibt nicht den einen Bereich. Es gibt die körperliche Präsenz, das ist die Physis. Es gibt die emotionale Präsenz, das ist das die Emotionen in dir. Es gibt die mentale Präsenz, das sind in dem Fall deine Intuition, dein Bauchgefühl, dein Mindset, und es gibt den spirituellen Ansatz, und dieser spirituelle Ansatz ist das Feuer in dir, also das, was in dir entsprechend brennt. Und wenn du verschiedenste Bereiche hast und die du zum Beispiel zu sicher bist, aber nicht mehr kreativ, naja, wie wahrscheinlich ist es, dass du erfolgreich wirst? Es wird nicht funktionieren. Sicherheit ist in gewissem Maße notwendig, aber nicht im Übertriebenen. Und gerade Balance, es ist etwas zu viel, es ist etwas zu wenig, es ist etwas zu nah, es ist etwas zu weit fern. Man hat zu viel Sicherheit oder zu viel Autonomie, und alles ist ein Extremes, und du wirst immer dafür einen entsprechenden Preis bezahlen. Wenn du diese Balance nicht herstellst, weil zu viel Sicherheit oder zu viel Kreativität sind beides Extreme, und es ist einfach schlichtweg nicht gut. Es braucht wie die Waage eine entsprechende Balance, und die Balance ist oftmals ein Grund, warum Blockade entstehen und warum man sich von diesen Blockaden eben nicht lösen kann. Das dritte Prinzip ist das Prinzip der Ordnung. Es gibt für alles eine gewisse Ordnung. Und wenn du diese Ordnungsprinzipien nicht einhältst, wirst du immer einen Preis zahlen. Beispiel in der Partnerschaft. Wenn sich einer in der Partnerschaft größer macht, als der andere ist, und quasi von oben herabschaut, ist es nicht in Ordnung. Das heißt also, wir sollten hier schauen, dass die Partnerschaft auf gleicher Höhe ist. Genauso ist es aber im Umgekehrten im Business. Es kann nicht 25 CEOs geben. Es muss ein CEO geben, und natürlich trifft er die Entscheidung. Die anderen Leute sind Angestellte. Auch das ist ein Prinzip der Ordnung. Das heißt, wenn man es rein aufs Geschäftlich bezieht, ist hier ein anderes Verhältnis vorhanden, weil eine Person die Entscheidung trifft. Aber auch im Freundeskreis, hier ist es wieder wichtig, dass keiner größer oder kleiner ist. Und so musst du unbedingt dafür sorgen, dass du diese Ordnungsprinzipien in verschiedensten Lebensbereichen, dass du die einfach kennst und berücksichtigst. Wenn du die nicht kennst, beispielsweise, wenn du in einem Coaching drin bist und immer wieder dich größer machst als der Coach, ist ja, wie willst du dann lernen? Das funktioniert einfach nicht. Dort heißt es einfach, zuhören, Impulse anzunehmen. Was denkst du, was Ralf zu mir gesagt hätte? Wenn ich größer sein wollte als er, hat gesagt, Jens, halt doch einfach mal die Klappe und mach das, was ich dir sag. Also habe ich mich ohne drunter gestellt und habe seinen Impulse Folge geleistet. Und genau das sind eben Prinzipien der Ordnung, und dort entstehen sehr häufig eben die Blockade. Schritt Nummer drei. Wenn wir jetzt wissen, wo kommt diese Blockade her, dann müssen wir die Blockade loslassen, weil die Vergangenheit ist vergangen, und deswegen können wir sie loslassen. Und wenn du die Zukunft aber erschaffen willst, musst du dich mit deiner Vergangenheit beschäftigen, weil dann wird Energie frei, die du in der Zukunft verwenden kannst. Das heißt, wir lassen das Alte los. Denn was passiert ist, das ist passiert. Da brauchen wir uns nicht mehr irgendwie den Kopf zermatern und was wäre wenn und eventuell unter Umständen. Nein, wir können nach vorne schauen und unsere Zukunft gestalten. Wir lassen also das Alte los. Nur weil es mal ein prägendes Ereignis war, weil du mal vielleicht einen Launch verkackt hast, dann heißt es nicht, dass du den nächsten Launch auch wieder verbockst. Und genauso lassen wir diese Erfahrung los und konzentrieren uns entsprechend auf das Neue. Schritt Nummer vier. Wir verändern diese Situation. Zum Beispiel, indem wir neue Überzeugungen, neue Gedanken entsprechend trainieren. Und wenn wir in Gedanken immer wieder denken, entsteht eine Überzeugung, und wir halten ihn letztendlich für wahr. Es entsteht also ein Glaubenssatz
Du glaubst an etwas. Und beispielsweise dienliche Glaubenssätze, das sind die 5 großen Glaubenssätze, die müssen implementiert sein. Ansonsten wird es extrem schwierig, dass das Ganze nach vorne geht. Es gibt davon 160 weitere Glaubenssätze. Könnt ihr mal gerne mal einen Kommentar schreiben, ob ich mal über das Thema Glaubenssätze nochmal detaillierter sprechen soll und ob ich da entsprechend in die Tiefe reingehen soll. Ich bin für mich verantwortlich, ist der erste Glaubenssatz. Und du kannst jetzt schon mal direkt bewerten. Wie viele Punkte gibst du dem? 1 bis 10. Gibst du dem 10 Punkte, gibst du dem 1 Punkt. Dann weißt du genau, hey, dort ist noch irgendwas ungeklärt. Also fangen wir wieder beim ersten Schritt an. Ist-Analyse, also das Bewusstsein. Wir schauen dann, wo ist die Ursache? Wir lassen das Ganze los und dann können wir das Ganze wiederum letztendlich verändern. 2. Glaubenssatz. Ich vertraue meiner schöpferischen Kraft. Ich vertraue meiner schöpferischen Kraft. Also ich vertraue mir und meine Fähigkeiten. 3. Glaubenssatz. Ich bin das Beste, was mir je passiert ist und ich liebe mich bedingungslos. Ich bin das Beste, was mir je passiert ist und ich liebe mich bedingungslos. Und an dieser Stelle mache ich einmal einen kurzen Break. Nämlich, ich bin für mich verantwortlich, also ich übernehme 100% Selbstverantwortung. Das 2. war Selbstvertrauen. Ich glaube also an mich und meine Fähigkeiten. Und alles das mündet in den 3. Glaubenssatz, nämlich alles, was mit Selbst beginnt, hat irgendwo das Thema Selbstliebe. Ich nehme mich also selbst wichtig genug. Und deswegen der Glaubenssatz, der 3. Glaubenssatz, unheimlich mächtig. Und gerade an dieser Stelle, lass uns darüber nochmal kurz sprechen. Selbstverantwortung. Da steckt ja das Wort Selbst und Antwort drin. Ich bin also selbst die Antwort, wenn ich eben diese Verantwortung übernehme. Selbstvertrauen. Ich vertraue mir selbst. Ich vertraue mir und meinen Fähigkeiten selbst. Selbstliebe. Ich liebe mich, wie ich bin, auch wenn ich mal einen Fehler mache. Diese 3 Glaubenssätze sind in den meisten Fällen eben nicht ausgeprägt. Glaubenssatz Nummer 4. Ich bin offen und bereit für Veränderung. Ich bin offen und bereit für Veränderung. Glaubenssatz 5. Ich bin bereit zu nehmen und zu empfangen. Denn es muss immer im Kreislauf sein. Wenn du Wissen gibst, dann musst du auch Geld nehmen. Ansonsten unterbricht es den Kreislauf. Wir haben es ja vorhin gelernt, die Energie muss fließen. Und die muss im Kreislauf sein. Und wenn die unterbrochen wird, dann wirst du irgendwann den Preis dafür entsprechend bezahlen. Schritt Nummer 5, das Tun. Wir planen jetzt die Aktivität. Zum Beispiel, wir machen einen Online-Kurs, wir machen ein Coaching, um eben genau diese Blockade lösen zu können. Wir planen die Aktivitäten. Auch dazu zum Thema Organisation und Zeitmanagement werde ich eine separate Podcast-Folge entsprechend veröffentlichen, um dir das Ganze Schritt für Schritt nochmal darzustellen, wie ich mich organisiere, wie ich die Menschen dazu befähige, dass die sich organisieren. Und genau diese Thematik des Tun ist am Ende das Entscheidende. Fassen wir also diese 5 Schritte der Veränderung zusammen. Erstens. Bewusstsein ist Analyse. 2. Das Verständnis. Ursache finde. 3. Loslassen. 4. Das Thema dann entsprechend anzugehen und die Veränderung sein. 5. Das Tun, also die Planung der Aktivitäten. Und wenn du sagst, hör zu, ich habe da Bock drauf, in der Beschreibung findest du einen Selbsttest, lade ich dich dazu ein, diesen auszufüllen, dass du siehst, wo sind deine Blockade und das kannst du zielführend dann entsprechend arbeiten und kannst da wahrscheinlich viel bessere Ergebnisse und Erfolge erzielen. Und mir war es wichtig, diese Folge heute zu veröffentlichen. Gib mir mal kurz in den Kommentaren mit. Ist das ein Format, wo du sagst, hey, da habe ich Bock drauf, da hätte ich gern mehr davon, oder sagst du, nee, das ist mir alles bekannt, da brauche ich an sich in weiteren Folgen nicht mehr drüber zu sprechen. Ich freue mich, von dir zu lesen, ich freue mich auch auf den Austausch auf Instagram und bis dahin alles Liebe und Gute, dein Jens, bis dann, ciao, ciao.